In Fischament trafen sich am Nationalfeiertag die Sportlichen zum Fitmarsch. Dabei wurde aber schon längst nicht mehr nur marschiert, sondern auch gelaufen und geradelt. Die Fischermänner halten die Tradition der Fitmärsche zum Nationalfeiertag hoch. Mit dabei waren wie jedes Jahr Läufer, Wanderer und Radfahrer. Und so traf man sich an diesem nebeligen Morgen vor dem Feuerwehrhaus. Wir haben in Fischerment Radfahrer, Läufer, Vereine und natürlich unsere Naturfreunde, was es immer organisieren. Und dann gehen wir am Nationalfeiertag, Feiertag, wir sind alle zu Hause und Bewegung wird hochgeschrieben. Es ist immer eine schöne Gemeinschaft und von den Vereinen, nicht? Man plaudert ein bisschen, spaziert, betätigt sich ein bisschen körperlich. Nicht? Für die Gesundheit ist ja auch immer sehr gut. Bewegung meistens, bei mir zumindest, ist nicht im täglichen Ablauf eingeplant, mein Training. Und selber heute auch mitlaufen? Na, laufen, weil bei dem Wetter vielleicht fängt die Nase ein bisschen zum Laufen an. Ich bin eher der gemütliche Spaziergänger. Ja, man kommt mit den unterschiedlichen Vereinen wieder in Verbindung, ins Gespräch. Dann fallen Läufer zurück, dann kommen die Radfahrer wieder zurück, warten auf einen, plaudern mit einem. Ja, das ist einfach dieses Miteinander. Ich bin dazugekommen, das war früher, wie wir von Arbeit daheim weggegangen sind. So bin ich dazugekommen, weil ich bin, im Prinzip bin ich 65 Jahre Naturfreunde mitgeht. Und dort habe ich das und dann habe ich halt dann einmal Obmann übernommen vor 28 Jahren. Ne? Und dann ist das weitergegangen. Ne? Und dann ist aber das durch den Radlfahrerclub, dann sind die dazugekommen auch, und auch die Läufer dazugekommen. Ne? Und das hat aber, das macht aber jetzt auch die Gemeinde. Ne? Das Ding ist, dass man das miteinander, aber es ist ja jeder Club getrennt. Ne? Jeder entscheidet selber, wo er hingeht oder hinfährt. Ne? Es ist also gewachsen, ne? Es sind immer mehr geworden. Ja, das schon. Es sind mehr Vereine dazugekommen. Nur früher haben wir gehabt 150 Wanderer und heute ist es wesentlich weniger. Es ist so, das kann man nicht ändern. Früher ist man nur gewandert. Ne? Früher ist man nur, das sind wir immer, weiß ich, meistens sind wir nach Mariölen da gegangen, nicht? Und durch den Winterhofen sind wir dann wieder raufgegangen. Und jetzt gehen wir oft über den Flughafen um, über den Damm Flughafen. Und heute haben wir das erste Mal, gehen wir Richtung Enzersdorf, Schwarze Brücken, Richtung Neusiedl und dann über den Rauweg gehen wir dann wieder zu Hause und gehen dann wieder daher. Das ist ja eigentlich gar nicht einmal so kurz, 10 Kilometer, oder? Naja, es ist schon eine ganz anständige Strecke, nicht? Für Untrainierte, also da muss man sich ein bisschen bemühen auch, aber man hat immer einen Hintergedanken. Für viele war beim Spateln auch das dabei, was beim Wandern am schönsten ist, das Einkehren. Am Ziel haben wir jetzt auch schon traditionell unser heuriger Jäger da ausgesteckt und der Herr Bürgermeister lädt dann alle Teilnehmer auf ein Getränk ein. Ja. Ein Jägermeister? Der eine oder andere wird vielleicht zum Jägermeister greifen. Ich bin da eher der Kracheltyp. Wie sind so die Prognosen? Wer kommt da wie an? Naja, mein heißer Tipp ist die Radfahrer, die Läufer, die Fußgeher und ich ganz zum Schluss. Hat auch schon mal ein Läufer einen Radfahrer überholt? Nein, das weiß ich nicht. Nein, das sind immer ganz getrennt. Das ist, die Läufer überholen uns, wenn sie die gleiche Route machen, aber sonst nicht. Ja. Also die Radfahrer sind immer die Ersten. Ja, so kann man es sagen. Ja. Und so waren auch in diesem Jahr beim Fitmarsch, Lauf- und Radeltag am Nationalfeiertag viele Fischermänderinnen und Fischermänner unterwegs und genossen gemeinsam die Freude an der Bewegung. Das ist rein dabei sein. Das ist Tradition und durch das ist es auch jeder dabei. Wie gesagt, da gibt es keine Gewinner und Verlierer. Weil es ist ja allein in der Gruppe von den Gehern, hast du ja auch verschiedene schnelle Leute. Das ist, wenn du ein Pech hast, zahlt sich das auch auf ein paar hundert Meter auseinander. Da musst du auch immer schauen, dass du das zusammenhältst.